Hey Leute, heute mal ein etwas anderes Video als sonst. Ich werde sehr oft von euch gefragt, wie denn meine Einstellungen in Rainbow Six wären. Das geht von der Sensi bis zu den Grafikeinstellungen und sonst was. Deswegen dachte ich mir, ich setze mich mal einmal hin und mache mal ein Video darüber, mit welchen Einstellungen ich denn Rainbow Six spiele. Nachdem wir mit den Einstellungen durch sind, will ich euch noch einmal kurz was zu meiner Sensi sagen, zu der Maus sagen, die ich benutze, weil da habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Aber das sehen wir gleich. Als erstes schauen wir mal in die Einstellungen rein. Die Sache ist, interessant wird es jetzt wahrscheinlich eher nur für die PC-Spieler. Die ganzen Xbox- und PS4-Spieler können hier von. Bei denen ist das wahrscheinlich nicht so hilfreich, jetzt, was ich hier zeige. Okay, hier gibt es nichts Wichtiges. Audio-Setting gibt es eine Sache, die man vielleicht beachten könnte. Und zwar bei der Dynamic Range. Viele spielen auf Hi-Fi. Ich glaube, alle meine Kollegen spielen auf Hi-Fi. Ich spiele aus irgendeinem Grund auf Nachtmodus. Ich glaube, Jericho 5 hatte damals ein Video auch über den Sound gemacht. Und so wie ich das verstanden habe, werden im Nachtmodus laute Sounds wie zum Beispiel Explosionen oder deine eigenen Schüsse leiser gestellt. Und ich dachte mir halt immer so, wenn die lauten Sounds leiser gestellt sind, kann ich das Game an sich etwas lauter drehen und dann könnte ich vielleicht Footsteps besser hören. Ob es so funktioniert oder nicht, kann ich nicht genau sagen. Es ist jetzt einfach Angewohnheit gewesen, keine Ahnung. Wenn wir hier mal in Display reinschauen, sehen wir, ich habe einen Full-HD-Bildschirm, 1080p, 144 Hertz. Vielleicht mal ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, was diese 144 Hertz bedeutet. Euer Monitor refresht pro Sekunde 144 Mal. Das heißt, ihr könnt auch pro Sekunde 144 Bilder sehen. Die Standardmonitoren haben meistens so 60 Hertz und deswegen sagt man auch, man soll so 60 Frames bekommen, dann wäre das schon ziemlich flüssig. Aber ich sag euch eins, wenn ihr einmal auf 144 Hertz gezockt habt und natürlich auch auf diese 144 Frames kommt, das sieht wirklich butterweich aus. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal in sowas rein zu investieren, wenn ihr wirklich immer noch einen 60 Hertz Bildschirm habt. Aspect Ratio aus irgendeinem Grund 5 zu 3. Ich kann es euch nicht sagen, wieso. Normalerweise wäre es halt hier 16 zu 9, beziehungsweise auf automatisch. Ich weiß nicht, wann ich mir das angeeignet habe. Ich habe damals, irgendjemand hatte mir empfohlen, mach mal 5 zu 3 an. Und es ist, glaube ich, das Bild ist wirklich minimal, wie sagt man, gestaucht. Und meine FOV ist vielleicht noch wichtig. Ich habe die auf 75, was glaube ich recht wenig ist. Ich weiß, dass die anderen auf, keine Ahnung, 80, 85, 90 spielen. Ich tue mich mit 75 eigentlich ganz gut. In den Grafikeinstellungen sehen wir, dass ich alles recht hoch geschraubt habe. Also hier auf sehr hoch. Das Einzige, was ich halt ausgestellt habe, ist hier unten. Ambient Occlusion. Ich habe mal irgendwo gehört, man würde Gegner besser erkennen, wenn man das ausmacht, weil das ja so einen leichten Schatten irgendwie auf Objekte wirft. Und wenn man das ausmacht, wird man wohl die Gegner besser wahrnehmen. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich habe es seitdem ausgemacht und Lens-Effekte und Zoom-in-Depth of Field auch aus. Das sieht zwar recht nice aus, sind sehr schöne Effekte, aber ich glaube, die stören einfach beim Zocken. Anti-Analyzing auf FXAA, keine Ahnung. Kommen wir zu was Interessanterem, die Controls. Hier seht ihr meine Sensi, für die, die wirklich ständig nach meiner Sensi fragen. Dazu muss ich sagen, ich habe eine recht hohe DPI. Ich habe damals mit dieser Sensi auf 1600er DPI gespielt und viele haben mir empfohlen, ich sollte mir noch eine langsamere bzw. eine niedrigere DPI aneignen. Bin dann Stück für Stück immer runtergegangen und bin jetzt bei 1100, glaube ich. 1100er DPI und dann diese Sensi hier, 8, 13, 48. Meine Horizontale ist geringer als meine Vertikale, das hatte ich, glaube ich, letztes Mal in einem anderen Video schon erzählt. Ich brauche einfach weniger die Maus nach unten ziehen, um den Recoil zu kontrollieren. Ich habe keine Ahnung, ob mir das wirklich was bringt oder ob das irgendwie so ein Placebo-Effekt ist. Würde euch nicht empfehlen, jetzt meine Sensi zu nehmen, einfach weil ich sie habe. Jeder muss seine eigene beste Sensi finden. Und ich weiß zum Beispiel, dass Dima oder Nico eine mega langsame DPI haben. Die haben auf 400 oder 800 und deswegen jeder muss, glaube ich, echt sein eigenes Ding finden. Ihr könnt meine gerne mal austesten, aber ich werde gleich mit euch nochmal in eine Tierhand springen und dann werde ich euch nochmal was zeigen. Das hier unten, keine Ahnung, ob das interessant für euch ist. Vielleicht das Aiming, dass ich das auf Toggle habe. Das heißt, ich muss nur einmal Rechtsklick drücken und dann bleibe ich im Aim. Dann drücke ich nochmal Rechtsklick, dann gehe ich raus. Joost war zum Beispiel letztens hier und der kam darauf gar nicht klar. Die meisten haben das, glaube ich, echt auf Hold. Das heißt, solange ihr Rechtsklick haltet, aimt ihr auch. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass ich mit meiner Sensi etwas rumgespielt habe. Und zwar hatte ich damals auf 1600er DPI gespielt. Und da bin immer langsam runtergegangen und ich habe mir auch verschiedene Mäuse ausprobiert, um zu gucken, welche mir am besten gefällt. Ich hatte zum Beispiel eine, ich weiß nicht, welches war, aber es war eine Maus, die war
echt mega groß und hatte übelst viele Knöpfe dran. Das sah aus wie so ein Transformer. Und ich dachte, die wäre übelst zick, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass das mega unhandlich ist, das Ding. Und habe dann im Endeffekt irgendwie Freunde gefragt, welche Maus man denn empfehlen würde. Letztendlich ist BenQ auf mich zugekommen. BenQ sagt euch wahrscheinlich allen was. Die haben mir das Zoe Mouse Fitting Kit zugeschickt. Darin sind 10 verschiedene Mäuse, die haben alle eine verschiedene Form und verschiedene Größen. Und vorab will ich sagen, das Video ist nicht gesponsert oder sonst was. Die waren einfach so nett und haben mir das Kit geschickt, um die ganzen Mäuse mal auszuprobieren. Weil die Sache ist, wie ich das gerade erzählt habe, mit meiner alten Maus, wo ich dachte, dass sie wirklich mega sick wäre und dann halt rausgestellt habe, dass sie echt nichts für mich war, fand ich das halt mega nice, dass ich hier einmal irgendwie 10 verschiedene Mäuse mit verschiedenen Formen ausprobieren konnte. Und BenQ hatte mich dann gefragt, ob ich nicht mal kurz über das Kit reden könnte, was da alles drin ist. Im Grunde sind da 4 verschiedene Arten von Mäusen drin. Die unterscheiden sich jeweils in die EC und die S-Serie, die speziell für Rechtshänder sind. Wobei die EC-Serie eher dieses ergonomische Design hatte und die S-Serie eher so ein flaches. Und die FK und die ZA sind jeweils für Rechts- als auch für Linkshänder gemacht. Wobei hier ZA wieder dieses hohe Design hat und FK wieder dieses flache. Und die Mäuse haben alle nochmal verschiedene Größen. Und im Endeffekt habe ich dann die ZA13 zum Beispiel ausgewählt. Die ZA-Serie hat wie gesagt dieses recht hohe Design und von denen habe ich wiederum die kleinste Größe ausgesucht. Ich dachte halt immer, ich müsste mit einer recht großen Maus besser klarkommen. Vor allem wegen meiner hohen Sensi, weil ich dann damit mehr Stabilität beim Aim hätte. Und nachdem ich dann alle durchgegangen bin, bin ich bei der, wie gesagt, bei der ZA13 hängen geblieben, weil ich echt gemerkt habe, dass ich mit so einer recht kleinen Maus viel, viel besser klarkomme, weil ich damit einfach viel beweglicher bin und die wirklich gut in der Hand liegt, vor allem mit dem Claw Grip. Und ich weiß, nicht jeder von euch hat denselben Spielstil wie ich, aber ich habe gemerkt, dass ich zum Beispiel jetzt, wo ich alle durchgegangen bin, mit der ZA13 am besten klarkomme. Obwohl ich halt am Anfang wirklich dachte, dass ich mit einer anderen viel, viel besser klarkommen würde. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel meinen Kollegen Jos. Der hat eine wirklich extrem langsame Sensi, wenn ich dem zugucke beim Spielen. Also wenn ich sehe, wie er, um den Recoil zu kontrollieren, die Maus wirklich komplett einmal sein ganzes Mauspad runterzieht. Und ich im Endeffekt habe halt wirklich mit dieser kleinen Maus, die ich in meiner Hand habe, um den Recoil zu kontrollieren, brauche ich die wirklich nur mit den Fingerspitzen zurückzuziehen in meine Handfläche rein, wenn man diesen Claw Grip benutzt halt. Und das funktioniert halt mega gut mit so einer richtig kleinen Maus. Ja, wie gesagt, ich finde, jeder von euch muss selber rausfinden, was für ihn am besten ist. Und viele fragen mich natürlich dann auch, wie ich denn mein Aim trainiere. Und ich sehe viele Leute, die halt diese Programme benutzen, wo man halt sein Aim wirklich trainiert. Wo dann diese, keine Ahnung, diese Kreise auftauchen und da musst du dann ganz schnell draufklicken oder sonst was. Sowas habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ich persönlich glaube, es reicht, wenn du wirklich in eine Terroristenjagd reinspringst und einfach Haus einstellst, also dass nur Haus kommt und nur Eliminierung, das heißt, bis du alle Terroristen umgebracht hast. Und dann rennst du einfach rein und du ballerst einfach alle um. Und ich gehe auch persönlich jetzt nicht direkt auf Headshots oder sonst was, weil im Grunde ist das halt wirklich alles nur Muscle Memory. Du trainierst dein Gehirn, wie weit er deinen Arm nach rechts bewegen muss, damit du im Game eine bestimmte Distanz hinlegst. Ich weiß zum Beispiel, dass Jericho 5, also Nico, als er damals von Konsole auf PC gewechselt ist, da hat er uns gefragt, ob wir zocken können. Er hat vorher noch nie auf PC gespielt und er wollte sich erstmal einspielen und er hat, glaube ich, echt eine Woche oder zwei hauptsächlich nur T-Hand gespielt, einfach um erstmal dieses Gefühl für die Maus zu bekommen und fürs Aiming an sich. Und ich glaube halt echt, dass all diese Sachen kombiniert, das heißt, Aiming regelmäßig trainieren, eine gescheite Maus finden, die halt wirklich auch zu seinem Spielstil passt und natürlich auch die passende Mausempfindlichkeit dafür finden. Im Grunde heißt es halt echt, wenn du eine recht langsame Sensi hast, dann bist du präziser auf jeden Fall und mit einer hohen Sensi kannst du halt schneller flicken und keine Ahnung was. Aber darunter leidet auf jeden Fall deine Genauigkeit auch. Oder wenn ihr keinen Bock auf die Bots habt, könnt ihr, keine Ahnung, einfach euch hier hinstellen und zum Beispiel dieses Schild da angucken. Dann dreht euch ein bisschen im Kreis und dann versucht immer direkt wieder auf das Schild drauf zu aimen. Ich glaube, das machen wir auch in den Runden. Zum Beispiel, wenn ich rumlaufe und einfach Bilder von der Wand schieße oder die Uhren oder was weiß ich was. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Einblick gebracht, wie ich denn Rainbow Six spiele, mit welchen Einstellungen, irgendwie was meine Maus-Sensi, mein Aiming betrifft und sowas. Aber ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Ich hoffe, das Video hat euch halbwegs gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein.